Was für ein Schiss das ist, ne? Ich hätte gerne irgendwie dann wenigstens mal einen Timer, wie lange er das beschützen muss oder irgendwas. Aber hier gibt's ja gar nichts, der macht. Nee, gibt's überhaupt nichts. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, es kommt wieder die Gülle von oben. Ja, ja. Der Loot, der vom Himmel fällt. Das wäre kein Loot sein, nur Gold. Ja, dann kommt halt das Gold vom Himmel geflogen. Das ist so eine Pseudo-Loot-Geschichte. Wahrscheinlich, denn, Hauptsache, du kannst irgendwas einsammeln, weißt du? Ja. Oh je. Yeah. Oh, ich habe einen tollen Waffe Hammer. Stufe 2 bekommen. Der Hammer, der Hammer. Ich bin voll der Lebensretter, Mann. Verbessern kann man doch irgendwie auch. Ja, irgendwie sowas geht hier. Kampfkünste. Tektonische Wellen. Das wird schon interessant dann. Freischalten. Jupp. Kettenblitz klingt ja gar nicht so verkehrt. Muss ich sagen. Das lohnt sich halt alles hier gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Das habe ich, das ist soweit okay. Wiederbeleben, können wir was Neues nehmen. Oh yeah. Um 66% die Gesundheit erhöht, das ist gut. Das ist gut. Wenn du nicht alles kannst. Was mich aufregt, ist, dass du die Scheiße hier auch noch Level gebunden hast, ey. Dass ja, du nicht das einfach irgendwie verbessern kannst, wie du lustig bist, ey. Wenn ich 2 kritische Punkte weniger habe mit dem Ding, aber denselben Schaden, das macht doch gar keinen Sinn. Warum soll ich mit einem Level 1, der mit Level 2 Ding rumrennen, wenn das Level 1 Ding 10-mal besser ist? Was bringt das hier? So, jetzt habe ich schon alles verbessert, was ich habe. Toll! Item Shop, was können wir da kaufen? Das hier. Verringert erlittenen Schaden von allen feindlichen Angriffen in Reichweite. Toll. Da können wir so noch Sachen kaufen. Wahrscheinlich so eine, jetzt neu dazugekommen. Wahrscheinlich, das ist so ein Gülle, den du hinstellst wahrscheinlich. Und innerhalb des Radius wirst du weniger Damage bekommen. Kannst du für Bossfights vielleicht hinsetzen, aber mehr auch nicht. Dann würde ich sagen, ab zur nächsten Mission. Auf jeden Fall. Machen wir wieder diesen Mini-Dinger erstmal, oder das nicht? Das hier. Ja. Alles klar. In die Kristall. Ich denke, insgesamt von der Spielzeit her ist es okay, aber es ist halt einfach schlecht gemacht. Nee, es ist nett. Wieso ist es denn okay, wenn du dich, ich wette mit dir, wenn du dich ein Wochenende, einen Tag lang, Samstag mit deinen Kumpels hinsetzt oder alleine hinsetzt, hast du es durchgespielt. Du darfst nicht vergessen, wir haben jetzt auch schon 3 Stunden und das jetzt 4 Stunden bald gespielt. Und wir sind noch da ziemlich weit unten. Ja, aber Punkt an der Sache ist, laut Test dauern die Missionen auch trotzdem nur, egal wie weit später, nur so 20 Minuten oder so. 20, ja, das 30 ist halt in Ordnung. Minuten. Letztendlich. Und so viele Missionen gibt's dafür nicht. Wenn du überlegst, dass wir hier dann ganz klein sind. Ich finde es in Ordnung, irgendwo. Nicht für den Preis, ehrlich gesagt. Für 25€ Download, okay. Aber so ist es halt genug. Naja, ganz ehrlich, das sind am Ende, summiert sind es dann trotzdem wahrscheinlich um die 15 Stunden. Und ganz ehrlich, andere Spiele, guck mal, wie lange hat Beyond gehabt? Zum Beispiel. Wenn du es jetzt nur nach Spielzeit beurteilst. Es geht aber nicht um Spielzeit. Ja. Ich sag ja, die Spielzeit. Beyond hat aber dafür auch Hollywood-Schauspieler gehabt, anstelle der Scheiße hier. Und eine bessere Story drin. Ich sag ja, es ist von der Spielzeit her okay. Es wäre ganz gut, wenn du hier runter mal kommst. Nicht nur da oben rumstehst. Ja, vielleicht wäre es auch super geil, wenn du mal nach oben gekommen wärst, wo die anderen Fuzzis rumgemacht haben. Das kann man nämlich da 2 Paar Schuhe draus machen. Wir haben in der letzten Mission jetzt geklärt, dass ich eher Probleme habe. Ja, deswegen tust du unten gegen 3 Stück kämpfen. Ja, weil die mich abschießen. Nee, ich habe ja eben, es ging eben darum, dass wenn man von der Spielzeit her ausgeht, das okay ist. Ja, aber das Rest ist halt stimmt halt einfach nicht. Ach, das mag ja sein. Ist es aber auch nett. Weil der Punkt an der ganzen Sache ist, die Spielzeit ist nicht okay dafür, dass du es nur einmal durchspielen kannst. Logischerweise. Dass du lootmäßig keine Varianz drin hast und so. Das hast du aber halt in anderen Spielen auch nicht. Es geht ja aber innerhalb des Genres, oder nicht? Naja.
Du musst dann schon Hack'n'Slay mit Hack'n'Slay vergleichen. Das hängt aber ja alles dann damit zusammen, dass der Rest vom Spiel nicht gut ist. Ja. Wie ich ja schon gesagt habe. Ganz ehrlich, wenn ich hier ganz normalen, stinknormalen Loot gehabt hätte, hätte ich auch mit der Spielzeit kein Problem gehabt. Ja, weil es was anderes ist, weil du ja selber dann gucken musst, dass du dein Gear irgendwie zusammenbekommst. Über die Zeit. Ach, ganz ehrlich, du würdest hier trotzdem dann nichts sammeln. Ist doch Schwachsinn. Ich finde es einfach. Vielleicht, wenn es ein besseres Spiel wäre. Ja. Es ist halt einfach nur ein Zeitvertreibspuckler mit irgendwelchen Freunden. Alleine würde ich das hier nie spielen. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen. Ich finde die Skills kacke alle. Ich habe vielleicht ein, zwei gute Skills oder so. Ich finde meine jetzt in Ordnung irgendwo. Aber das Ding ist halt, der ganze Reiz, was das Spiel hier ausmacht, ist einfach der Koop. Und das ist halt nicht so gut für ein Spiel. Weiß ich nicht. Für mich macht der Koop auch keinen Reiz aus. Der, ganz ehrlich, wenn du das jetzt alleine spielen würdest, würdest du durchdrehen. Jetzt ist wahrscheinlich schon. Ich würde es halt nicht spielen dann. Yeah. Das ist der Punkt bei der Sache. Ja, und deswegen ist es einfach unverschämt. 50 Euro ist zu teuer. Ja. Egal, ob du das mit Freunden spielst oder. Ja, vor allem, wenn das vergleicht mit, wie heißt denn das hier noch? Für was für ein PC auch gibt, da dieser Diablo-Klon. Path of Exile, oder? Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, das, was man auch für 10 Euro da auf Steam kaufen konnte. Grim Dawn. Das ältere ist auch schon jetzt ein zweiter Teil. Torchlight ist es. Ja. Wenn man das damit vergleicht, ist halt ein Witz, ne? Ganz so viel. Sieht genauso aus, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil es halt einfach von der Machart einfach besser ist. Sehe ich nicht. Bin ich auch, oder? Leben. Du warst tot. Du bist ja umgefallen, oder nicht? Ich bin wieder tot. Ja, ich bin auch gleich tot. Check schnell. Nimm doch einen Pott! Ich hab keine mehr, du Depp! Ach, super. Gucken, wie ich den jetzt hier schaffe. Ne, weil in meiner Meinung nach sieht Torchlight aber genauso aus, ja? Ne, Torchlight ist ein ganz anderer Grafikstil. Ja, aber in meiner Meinung nach sieht das dadurch noch besser aus, ja, als das hier. Aber mindestens genauso, ja? Und kriegst du halt für, was waren es, 10 Euro, 15 Euro der zweite Teil und kriegst du aber noch 100.000 Stunden mehr und alles. Und mehr, ja, Story und alles. Und deswegen finde ich das hier einfach frech. Weil es gibt ja, letztendlich ist es ja auch für PC erschienen. Ja, aber so, wenn du so argumentierst, dann kannst du trotzdem Path of Exile oder was. Ja, Path of Exile genauso, ja. Das heißt, also da hast du ja viel mehr Zeit. Path of Exile hat ja auch einen Ingame-Shop und Scheiße. Ja und? Ja, das darf man nicht vergessen. Das finde ich wieder ein bisschen was anderes. Ja, ist aber trotzdem kostenlos, trotz allem. Ja. Hier zahlst du 50 Euro für weniger Spielzeit. Ingame-Shop hin oder her. Heilungstotem, das klingt doch nicht so schlecht. An und für sich. Ja, ich finde es halt ein bisschen vom Preis her einfach nur übertrieben. Ist unverschämt. Ja. 50 Euro ist unverschämt. Da können sie auch hier ein First Edition DLC, Heidi, da, den, ach, wir immer noch eingelöst haben. Das finde ich aber auch frech, dass man dann First Edition Kali dazu macht. Ja, was ist denn das? Ich wette mit dir, du kannst den, ein halben Jahr oder was, kannst du das Spiel kaufen und du kriegst immer noch First Edition. Ja, yeah, ist ja genauso wie mit dem Lego Limited Edition Krams und so. Weil es keine Sau kauft. 100 Jahre später ja auch noch. Mal gucken, was das Heilungszeug bringt. Stellt für alle Spieler in Reichweite nach und nach Gesundheitspunkte leer. Das ist ganz gut, finde ich. Oder nicht? Dann machen wir das hier unten erstmal, ne? Ja. So schlecht finde ich das jetzt nicht. Machst du das Totem oder was? Ja. Das heißt, jetzt ist noch eine zweite Möglichkeit, sich irgendwie zu heilen dann. Ja. Es gibt halt meiner Meinung nach einfach vom Genre her wesentlich bessere Spiele für weniger Geld. Und das ist das Problem. Selbst wenn du jetzt von der Xbox ausgehst, da kannst du immer noch Dings kaufen. Den ersten Teil von Torchlight. Ja, dann kaufst du Diablo oder irgendwas. Ja, Diablo oder ist Diablo. Immer besser, selbst ohne das Neue. Kriegst du jetzt wahrscheinlich sogar noch günstiger. Ja.
gibt einfach viel, viel bessere Konkurrenz und das ist nicht gut. Für weniger Geld, wohlgemerkt. Ja. Mit mehr Spielzeit und allem. Weg halt mal, du Vieh. Aber echt mal. Ich hasse diese Kugelleute, ey. Ich hasse die gerade, die Speere werfen und kacke. Von irgendwo. Ja, das sind, haben wir schon geschafft, oder? Scheinbar. Das wäre ja lächerlich. Wo geht's jetzt raus? Oder geht's irgendwo weiter, oder? Achso. Okay. Alles klar. Das war irgendwie komisch. Also das war ein bisschen zu schnell, finde ich. Aber was soll's. Das hätte auch so ein Browser-Game geben können, dieses, ja. Wie dieses Drakensang und oder so. Oder dieses Might and Magic, da, was da gibt. Wie hieß das? The Mighty Quest for Epic Loot oder ja, so. Das meinte ich schon nicht mal. Ich meinte wirklich Mighty, was auch immer. Nee, das Might and Magic war ja der Hundenbasiert. Might and Magic gibt's auch eins. Ja, aber es war hundenbasiert. Ja gut, das ist hundenbasiert, aber es sieht trotzdem anderes. So aus. Ja, ist ja irrelevant, ob es so aussieht, aber trotzdem ja, ein Genre. Ja, kann ja schon sein. Kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Finde ich schon. In dem Fall schon. Wenn es danach geht, müsstest du ja so gut wie gar keine Spiele mehr kaufen. Wenn du einen PC hast, dann kannst du immer auf den nächsten Steam-Sale warten und für 5 Euro irgendein altes Spiel kaufen, das gut war. Ja. Dann hast du mehr davon. Ja. Drück den Scheiß mal weg. Wir können jetzt übrigens 3 Tränke haben, ne? Aber ja. Uns werden aber immer nur 2 aufgefüllt. Cool. Oh ja, jetzt machen sie noch so einen AOE-Schuss, ey. Geil, oder? Ja. Und explodieren tun sie auch noch. Achso, leck mich doch. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Frontcone auch noch, ey. Das regt mich ein bisschen auf. Ja, das sind Bomben. Schon klar, hier, was geht denn ab? Sack, ey, wieso bist du nicht umgefallen? Alter, was war das denn? Das war cool. Ja, so. Ein bisschen. Hier, das sind, guck da, das geht kaputt irgendwie. Sachen, die verbrennen halt, ne? Finde ich nicht so schlecht. Habe ich schon Schlechteres hier in dem Spiel gesehen. Das mag sein. Das mag sein. Kommen die denn die ganze Zeit her? Wo müssen wir als nächstes hin? Keine Ahnung. Das ist ja gut. Ich glaube, wir müssen hier oben wo. Da, okay. Gibt ja keine Mini mehr. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Kannst du mir erzählen, wo du hinrennst, wenn hier unten der dicke Kerl noch rummacht? Ich gehe auf die von der Fernkampfmäßig rumkämpfe. Der ist wohl dicker. Der war da aber noch nicht da. Ja, und? Der kleine Arsch, ey, der regt mich so auf.